Zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Florian Hahn, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Die Linke hat noch nie einem Einsatz zugestimmt. Und wenn wir heute der Kollegin Bucher zugehört haben, dann merken wir, wie sie sich jedes Mal in diesen Debatten abmüht, irgendwelche Argumente zu finden, die für eine Zustimmung solcher Mandate sprechen könnte. Und ich finde, das ist durchaus legitim. Aber ich finde, Sie könnten sich zumindest eine Minute oder eine halbe Minute, und das hat Frau Bucher nicht getan, die Mühe geben, Alternativen aufzuzeigen, wie wir den islamischen Terror in diesem Land, wie wir Bürgerkrieg, wie wir den Staatszerfall dort begegnen können, um diesem Land auf die Beine zu helfen. Sie haben nicht eine Sekunde dafür verwendet. Das zeigt, dass Sie rein dogmatisch unterwegs sind. Sie sind nicht regierungsfähig. Sie sind nicht verantwortungsbewusst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Tagen viel über die Äußerungen des künftigen US-Präsidenten gesprochen. Gerade was die NATO angeht, scheint hier vieles noch recht unausgegoren und widersprüchlich. Aber in einem Punkt hat er natürlich recht. Die USA schultern bisher überproportional Lasten im Bereich der gemeinsamen Verteidigung. Es ist daher, meine ich, das gute Recht von Europa und Deutschland, mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit zu fordern. Das ist aber auch in unserem ureigenen Interesse. Eine stärkere Orientierung an dem 2%-Ziel bei der Verteidigungsausgaben kann helfen, das europäische Gewicht innerhalb der NATO und die strategische Autonomie Europas zu steigern. Wir Europäer sollten mit großem Engagement das Ziel verfolgen, gemeinsam verteidigungsfähig zu sein. So verstehe ich und so versteht die CSU den Gedanken auch einer europäischen Armee. Wir müssen unsere Strukturen reformieren und wir müssen die bilateralen und die multilateralen Kooperationen ausbauen. Ziel ist eine stärkere Koordination und Zusammenarbeit unserer Streitkräfte mit denen anderer europäischer Partner. Hier passiert aktuell mehr als früher, aber noch nicht genug. Mehr Eigenverantwortung bedeutet aber auch den Auftrag an uns Europäer, dort selbstständig aktiv zu werden und zu sein, wo unsere Interessen besonders betroffen sind und wo wir unsere Stärken sinnvoll einsetzen können. Und das ist vor allem Afrika. Dort kann Europa mit vernetztem Ansatz aus militärischen und zivilen Komponenten helfen, Krisen zu bewältigen, deren Folgen die Europäer unmittelbar betreffen. Die Einsätze in Afrika waren bislang, was Personalstärke und Anzahl angeht, eher überschaubar für Deutschland. Erst jetzt, wenn wir die Personalstärke bei der MINUSMA-Mission in Mali auf 1.000 erhöhen, wozu dann noch 300 Mann bei der Ausbildungsmission heute in Mali kommen, wird die Herausforderung für unsere Bundeswehr ganz deutlich, die mit solcher globaler Verantwortungsübernahme einhergeht. Und die Gewährleistung der Rettungskette ist eine Schlüsselkomponente bei solchen Einsätzen. Wenn wir die enge Verflechtung mit anderen europäischen Nationen im Verteidigungsbereich vorantreiben wollen, müssen wir auch bereit sein, Partnern im Einsatz zu helfen, sie abzulösen, wenn beschränkte Durchhaltefähigkeiten das erfordern. Es ist daher gut, dass wir den Staffelstab von den Holländern übernehmen. Es ist aber auch unbedingt erforderlich, dass andere später bereit sind, wiederum von uns den Stab zu übernehmen. Auch dieser Einsatz zeigt einmal mehr, dass die finanziellen und materiellen Ausstattung der Bundeswehr noch deutlich verbesserungsfähig ist, auch wenn die Verteidigungsministerin hier schon große Fortschritte erreichen konnte. Nationale und globale Sicherheit haben ihren Preis. Europa und Deutschland müssen also mehr Verantwortung übernehmen, nicht nur für die eigene, auch für die globale Sicherheit und das globale Wohlergehen, insbesondere in Afrika. Unterstützung für Krisenstaaten wie Mali ist deshalb unerlässlich. Nur wenn Menschen in der Heimat wieder eine Perspektive sehen, können wir auch die globale Migration besser in den Griff bekommen. Aber Verantwortung müssen schließlich auch die Länder tragen, die wir unterstützen. Unser Ziel muss es daher stets sein, schnell zur Eigenverantwortung der betreffenden Länder zurückzukehren, zur Verantwortung für die eigene Sicherheit wie auch für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft insgesamt. Wie schwer das in der Praxis ist, zeigt der Einsatz in Afghanistan. Der ohnehin schleppende Friedensprozess in Mali ist aber auch nicht nur aufgrund der häufigen terroristischen Anschläge bedroht. Er droht derzeit auch aufgrund von Apathie und Desinteresse auf Seiten der malischen Regierung zu scheitern. Unsere Hilfe müssen wir daher mit deutlich mehr Druck auf die Regierung verbinden.
beim Friedensprozess voranzukommen und Reformen umzusetzen. Wir sollten überprüfbare Ziele vereinbaren, deren Einhaltung honorieren und die Nichteinhaltung aber dann auch sanktionieren. Wir tun aber auch den Maliern keinen Gefallen, wenn wir sie in eine Dauerabhängigkeit geraten lassen. Freiheit und Eigenverantwortung sind auch in der Sicherheitspolitik richtige Leitmaximen für Europa und für Deutschland, aber auch für Mali. In diesem Sinne gestalten wir unseren Einsatz in Mali. Wichtige Säule dabei ist der Einsatz unserer Bundeswehr dort. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei unseren Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet. Zwischen den